Habe ich irgendwo noch Essen? Nee. Sound brauchen wir auch noch, glaube ich. Müsste jetzt passen. Ah, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Space Soldiers jetzt auch nochmal rein einen raushaut oder nicht. Ich habe ja schon gesagt, wenn 1000 da sind. Mai sind ja fast 1000. Also drauf geschissen. Da kann ich ja jetzt aber casten, wie ich will, kleinen Maden. Ist kein offizieller Stream mehr. Offiziell wurde mir gesagt, ich könnte nach Hause gehen. Da ich jetzt noch da bin, ist das jetzt ein Rogue-Stream. Ich habe mir die Radioplattform geschnappt und übernommen. Jetzt gehört sie mir und ich sende auf allen Kanälen. Es ist unter der Nacht, untertags, in der Nacht, mitten in der Nacht und es sind 680 Leute da. Was ist mit euch eigentlich verkehrt? Habt ihr kein Leben oder was? Ja, ich weiß, ich habe kein Leben. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Bedeutet mir echt viel. Jetzt kommen wieder Leute zurück. Ja, anscheinend geht's im Internet schon rum. Der Spaß, der castet sogar noch weiter. Oh ja. Was will nicht entdeckt werden? Schaut euch das an. Er schleicht schon mal. Vorsichtig. Sie haben echt gehorcht? Ich glaub's ja nicht. Krasse Tactics von QB. Oh, Boomla! Bin ich froh, dass ich's noch nach angeschaut hab. Jetzt können wir aufhören zu schauen. Wir haben alles gesehen. Ah, das hört sich einfach nur geil an. Wenn die Köpfe so zerplatzen. So ein geiles Geräusch irgendwie, ich weiß auch nicht. Da hat Despe gerade Xantaris das Leben gerettet und ist dafür gestorben. Das Spiel fängt schon mal geil an. Jetzt hat Xantaris mit einem 1 gegen 4 Klatsch. Leider nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Space Soldiers versus Quantum. Bellator. Fire, haben die auch einen Account? Nee. Ihr seid verrückt, ihr kleinen. Sekunde, ich tweete gerade noch. Ist ja eh nur eine Safe Round. Ist ja definitiv alles entschieden, gell? Selbst wenn Quantum noch gewinnt, ja gut. Da kann ich nichts mehr anbrennen. Oh, Bombe gelegt an B, oder was? Bin ich verrückt. Jetzt pushen die da auch noch rein und kriegen von Despe fett ins Gesicht. Und auf den Körper. Uiuiui. Schlimmer auf diesen anderen Webseiten, auf denen es Videos zu sehen gibt. Ah. Oh, Kumbla. Schmeiß die Waffe in den Brunnen. Das tickt eh schon zu schnell. Da kann er nicht mehr hin. Aber er kann verhindern, dass Space Soldiers Waffen mitnimmt. Außer wenn Xantaris ihn killt. Oh, das überlebt er noch. Wow, der hat aber auch Eier. Bleibt da sogar noch stehen. Ich muss euch mal gleich ein Video scheren noch. Zygno! Du hast das Video doch gerade gesehen, oder?
Ich weiß es nicht. Kannst du den Link schicken? Du bist kein Mod, gell? Schade. Ja, das war eine Safe Round, Jason. Die zweite Runde, also eine halb Safe Round. Man kauft ja immer runter auf 0. Und jetzt schau dir mal das an. Das ist ein ganz übler Stack von Quantum Bellator. Bisher alles am B-Spot abgelaufen. Vielleicht haben sie auch so ein Gentleman's Agreement, nur B zu spielen. Oh, und da werden sie doch zerschossen, oder nicht? Ja, Bas macht das fast alleine. Jimka muss kurz mal nachladen, aber von hinten kommt der dann schon Boombler da. Der muss einfach nur noch hier bleiben und Kallix zweimal in den Körper treffen. Schon hat sich die Sache. Ja, das wird er easy machen. Schön. Genau so, wie ich gesagt habe, macht das auch. 2-1. Quantum Bellator Fire ist sofort wieder zurück im Spiel. Achso, Zygno. Ja, das, du hast doch den Retweet geliked. Bei Mori. Warte mal. Ich check das mal kurz aus. Oder hat er ein richtig geiles Bild von mir auf dem Thumbnail gepackt. Schaut euch mal bitte alle dieses Video an. Ich habe mit Mori veganen Döner gemacht. Und verbreitet es an eure Freunde. Mori freut sich sicher. Sehr korrekter Dude. Falls ihr ihn nicht kennt, League of Legends Caster bei uns im Haus. Und halb Hobby, halb beruflich Koch. Nebenbei. Und er kocht richtig gut. Ja, QB Fire prinzipiell in der besseren Situation. Aber für beide Teams ist das Geld nicht besonders stark. Reset-Potenzial definitiv da. Bas wartet geduldig auf den Push der Gegner. Und da kommt der Push, aber auch eine Flash und sein Peak. Und er macht einen Kill. Und Kallix im Endeffekt ja auch, aber die Galerie ein bisschen zu stark mit 3 HP. Überlebt Kallix. Lustigerweise trägt Engine die Bombe in den Spot, aber ganz tief in die Ecke, sodass eigentlich niemand mehr was damit anfangen kann. Jetzt muss Kantaris eben warten, dass seine Teammates wieder Kills machen. Ja, ganz übel, dass Engine da die Bombe dahinter geschmissen hat. Unabsichtlich. Ja, und jetzt Centaurus eingefangen. Er kriegt Boombler sogar fast noch. 8 Sekunden, 7 Sekunden. Waterfalls muss nur noch am Leben bleiben. Das wird vielleicht schwerer als gesagt. Oh, jetzt hat er Major gesehen, gehört. Und die Bombe ist nicht geplantet worden. Die Zeit läuft aus. Waterfalls gewinnt die Runde für Quantum Bellator Fire. Das wäre ja verrückt, wenn jetzt Space Soldiers verlieren würde. Ich habe ein bisschen enthusiastisch getrunken gerade. Mich schön voll gemacht. Geil. Also jetzt gibt es die Safe Round für Space Soldiers. Deagle bei Kallix, P250 von Centaurus. Und QB Fire pusht aggressiv in die Apartments. Waterfalls hat er schon den ersten Kill gemacht. Jimka schaut einfach ein bisschen defensiv in die Banane rein, wenn er da was spottet. Dann wirft er nicht die Nade, die er in der Hand hatte offensichtlich. So jemand wie ich. Ich laufe eigentlich, wenn dann, nur mit Nades und nicht mit Messer rum. Außer ich habe ja keine Nades. Dann schon. Der Jimka mit dem Peak gegen Kallix. Das kann gefährlich werden gegen eine Deagle. Da wirft er auch lieber mal die Smoke. Aus dem Schutz der Smoke versucht er, den Spray zu landen. Das gelingt ihm nicht. Despe hat in der Zwischenzeit Waterfalls gekillt. Und jetzt geht's auf dem B-Spot plötzlich ab. Engine hat 99 Damage kassiert. Keucht und fleucht noch durch den Underpass. Und genau im richtigen Moment Peak Boomler raus. Ah ja, klar. CS Gold. Despe dreht sich um und schon piekt der Gegner. 4-1 für QB Fire ohne größere Probleme.
kriegen sie jetzt endlich mal eine Anti-Eco durch. Was ist denn mit SMS gemacht? SMS? Ja, Zygno, du hast vollkommen recht. Ich drück weniger, also ich drück seltener ab. Bin eher der pazifistische CS-Spieler. Ich sag nur das eine Knife gestern. Mein Knife-Versuch gestern auf dem Stream war legendär. Ah. Nee, das war weder Bass noch Jimka. Das war auf der anderen Seite der Map. Balbener. In den Apartments. Der muss aber auf der Hut bleiben, denn Engine steht da auch noch oben. Am Balkon. Das war laut. Definitiv gehört worden. Boombler interpretiert das Geräusch vollkommen falsch. Aber kein Wunder bei CSGO Sounds. Wundert mich echt gar nichts mehr. Waterfalls und Jimka sind schon am A-Spot. Aber Bas braucht noch ein bisschen, um zu rotieren. Space Soldiers hat sich währenddessen schon in gut Afterplan-Position gebracht. Despe smuckt sich sogar noch einen kurz. Sein Teammate Engine steht in der Pit drin. Und Centaurus wäre dann im Notfall auch noch von den Apartments da. Ja, Waterfalls hat gegengezielt. Leider nicht getroffen. Und die Runde wird definitiv in die Hände von Space Soldiers fallen. Jimka und Co. saven aber noch fleißig. Oh, Jimka versucht sogar nochmal einen kleinen Kill zu machen. Nee. Da kriegt er nichts. Will er da noch eine Ave? Nee, nee, er denkt, sie sind in der Pit. Gar nicht übel von ihm gedacht, aber leider doch nicht richtig. Nachdem Space Soldiers auch aus der Pit gespammt hat, war die Annahme, dass sie da auch saven werden, gar nicht so verkehrt. Ja, das Problem ist, auf dieses Spiel zu wetten, ist ja eh schon ein zusätzlicher Gamble, weil es gar nichts mehr zu bedeuten hat. Für Space Soldiers geht es noch um die Platzierung, aber ja, ansonsten geht es halt um nichts. Jimka. Schöne Shots. Boombler auch gleichzeitig noch ausgeholfen. Vom CT-Spawn kurz durch die Smoke gepusht. Und mit dem richtigen Timing resultiert das gerne mal in einem Frag oder zwei. Wenn es nicht in einem Frag resultiert, dann wird man von Castern geflamed. Auch zu Recht. Es ist eben hohes Risiko, aber auch ein hoher Reward. Und oftmals für den B-Spieler, der hier steht, der CT-Spieler, der durch die Smoke geht, die einzige Hoffnung, um irgendwas zu reißen. Wenn er jetzt einen Viermann-Push auf den Spot kommt. Und wenn das Teammate jetzt eben hier steht. Wenn das da steht, dann sollte er sich einfach verziehen und man spielt dann einen Retake. Aber das passiert seltener. Meistens ist der Spieler in B schon tot. Jimka und Bass wieder mal von Space Soldiers angetestet worden. Aber der eigentliche Go soll wohl auf A stattfinden. Centaurus arbeitet sich da in der Banane auch oft alleine vor. Das haben sie jetzt wohl geändert. Despe ist mit an seiner Seite. Mal sehen, ob das in den Waffenrunden dann auch wieder so gespielt wird. Engine steht noch am Balkon. Und gegenüber von ihm, auf der anderen Seite der Smoke, steht Boombler. Er kriegt aber den Kill trotzdem. Gut geaimt von Boombler. Zieht sich zurück in die Pit. Hat er sie gesehen auf kurz? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, er hatte sich sogar echt auch weggedreht davon. Und Balbener deckt nur lang. Gut gemacht, dass Boombler nicht überpusht werden kann. Boombler deckt ja auch Balbener. So haben sie ein kleines Kreuzfeuer. Ah, das schaut doch ganz gut aus jetzt. Für Space Soldier, für Quantum Bellator.
Rotation kommt noch nicht, da lassen sie sich noch Zeit, denn die Spieler können von kurz natürlich auch wieder leicht rauskommen. Die Smoke behindert Balbena eigentlich mehr. Der sieht gar nichts mehr, der kann Boomler nicht mehr helfen. Trotzdem kriegt er noch einen Kill. Respekt an Balbena. Und Boomler mit dem zweiten Kill, glaube ich, in der Runde. Ich weiß es nicht mehr. 6:2, also für Quantum Bellator Fire auf der CT-Seite von Inferno. Sie sind ja auch der Favorit, sie sind nicht der Favorit, aber sie sind auf der favorisierten Seite. Deswegen auch gar keine so eine große Überraschung, dass sie hier eine Führung rausspielen. Wenn sie da jetzt weitermachen, dann wird's krass. Balbena. Wieder einen Kehl gemacht am Anfang. Die beiden Bs. Also Bas ausgeschlossen leider, muss ich sagen. Aber die beiden Bs gefallen mir gerade sehr gut. Balbena und Boomler. Schauen ihn uns nochmal an. Und jetzt mit dem Frag. Ja! War das nicht PGL-Style? Der Gott der Regie sitzt vor euch. Also übertragen im Sinne. 7:2 für Quantum Bellator Fire. So, jetzt muss Base Soldiers langsam mal ein Statement setzen, sonst ist diese Pseudo-Favoritenrolle, in die sie gehoben wurden, nicht nur von mir, sondern auch von ganz vielen internationalen Leuten, vielleicht ein kleines bisschen verschwunden. Nade in die Banane von Bas. Jetzt haben sie ziemlich viel Kontrolle bekommen. Und die Smoke hat Despe doch glatt getroffen. Aber nur ein Bounce. Also kein Schaden. Waterforce und Boomler stehen in den Apartments drinnen. Also interessante Aufstellung von QB Fire gerade. Jimka merkt jetzt das, was zu ihm kommen könnte. Mal schauen, wie er darauf reagiert. Diese Holzdinger stehen natürlich gut da. Boomler und Waterfalls machen währenddessen zwei Kills. Waterfalls macht sogar nochmal einen und ja, im Endeffekt wird Jimka gar nicht gebraucht. Vielleicht wird der Bas gebraucht. Der zieht sich doch nicht in die Construction zurück. Ich dachte, er geht in die Construction, boostet jetzt erstmal Jimka hoch. Und der überrascht sie. Trotzdem nur ein Kill. Das heißt nur, Xantaris ist auf 3 HP. Oh, und der wird jetzt von der Banane noch gepusht. Boomler ist aber da, als sein Teammate um die Ecke kommt. Pushen sie ihn alle. Da wird die Bombe auch defused. QB Fire mit dem 2. Jimka und Bas gehen die Banane ziemlich aggressiv an. Sorry für die lange stille Phase. Ich musste gerade kurz ein bisschen reflektieren über etwas. Oh, das hört sich so geil an, wenn man sagt, reflektieren statt nachdenken. Waterforce kriegt einen Kill gegen Major oben an der Banane. Und jetzt muss er sich aber sputen, dass er wieder zurückkommt auf den A-Spot. Denn Space Soldiers hat sich umgedreht. Und Kalix steht schon in den Apartments. Jetzt muss er sich wieder zurückziehen. Schade eigentlich. Waterfall steht schon da. Sieht Xantaris raussteppen. Kalix
Nimmt sich die Zeit, kümmert sich um das Problem. Boombler auf der einen Seite des Bots, Balbener in der anderen. Jetzt müssen sie Balbener pushen und Boombler nimmt sie ins Kreuzfeuer. Ja. Wer würde jemals drauf kommen, diese Ecke zu checken? Also bitte. Ja. Das. Die Ecke wird so selten benutzt. Vorsicht, Sarkasmus. Antivist, warum bye bye Big? Meinen, wir müssen zwar warten, bis wir sie wiedersehen, aber sie sind in den Playoffs. Da hast du, glaube ich, was falsch verstanden. Bei der WESG gehen 3 Teams in die Playoffs. Oh, und Bas hat erstmal eine Double Nade geschmissen. Jetzt kommt da nochmal ein Molotov. Ja, schade, wenn du halt schon 2 Kills gegen eine Nade kassierst, dann ist deine Runde halt im Sack. Ja, Zygno, kein Stress. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Gut zu hören, dass ich zu viel gestreamt habe. Das beruhigt mich ein bisschen. Wow, die Lache war auch insane. Ah, Kalex und Engine, die gehen sich da ein wie eine römische Phalanx. Ja, da habe ich jetzt römisch und griechisch kombiniert. Krass, wie historisch akkurat meine Vergleiche sind. Und dann legen sie sich nieder und schlafen zusammen. 10-2, also Space Soldiers irgendwie chancenlos. Keine Ahnung, was da los ist, ey. Der Tag heute war einfach auch komisch. Ich glaube, wenn ihr mal die Big-Spieler anrufen könntet und sie fragt, so, was habt ihr euch auch so gefühlt wie der Boo? Ich hatte das Gefühl, Big hat auch saugut gespielt, dann wieder eine Halbzeit nicht gut, dann ein Spiel gut, dann ein Spiel nicht gut. So kam es mir so ein bisschen vor. Also, was heißt gut und nicht gut? Ihr wisst, was ich meine. Unter ihrem Niveau, über ihrem Niveau. Ja, Chrissy, der Stream war aber schon vorher. Also, ich bin um 10 Uhr live gewesen. Das sind jetzt 14,5 Stunden gleich. Ja, Suchtpotenzial. Ich caste auch, damit dein Potenzial voll ausgeschöpft werden kann. Auch wieder ab 10 Uhr sind wir live mit der WESG. Dann gibt es die letzten beiden Gruppen. Und die nächsten Tage gibt es dann die Playoffs. Nils, du kannst übrigens echt gehen. Du musst hier nicht mehr sein. Wollte ich nur sagen. Ich finde es gut, dass du noch da bist. Aber du musst nicht. Also, mir wurde die Entscheidung eben gegeben und ich will nicht, dass du das mit ausbaden musst oder so. Ich schlafe nicht eigentlich. Ich finde, Schlaf ist unproduktiv. Da macht man nichts, während man schläft. Also ist doch doof. Kann ich auch casten. Eigentlich könnte ich heute echt einen 24-Stunden-Cast machen. Spaß mit dem Headshot gegen Centaurus. Und Jimka steht da hinten im Spot drin. Also, ja, wie man es dreht und wendet. Space Soldiers werden gerade ein bisschen geschändet von QB Fire. Das ist. Die Kraftverhältnisse spiegeln sich gerade nicht mehr so wirklich wider. Ich warte auf den nächsten Cast, genauso wie Kalix auf den nächsten Gegner. Der heißt aber Bass und ich habe vorhin Boombler und Balbener hochgelobt. Und dann habe ich noch gesagt, ich schließe Bass aus. Ich glaube, der hat mich gehört. Denn seitdem ich das gesagt habe, zieht der wieder krass an. Okay, Nils, kein Stress. Das ist ja dann alles in Ordnung. Dann sehen wir das gerade als Freizeit an. So, freiwillige Weiterbeschäftigung im Arbeitsumfeld. Das wäre so eine deutsche Begriff, Bezeichnung. Freiwillige Weiterbeschäftigung im Arbeitsumfeld. Das ist jetzt das, was Nils und ich gerade tun. Die Photonen von Flashbangs laden mich auf. Oh, was ein Sprung, Mann! Ich wusste ja nicht, dass Centaurus auch mal Skater war. Aber das war ein richtig geiler Move.
Der war sogar noch geiler als Gobbes Backside Frontflip Strafe Jump Entry, den er auf Overpass gezeigt hat. Ah, Engine wird gut geflasht. Bombe liegt auch hinter der Smoke. Das ist halt mega doof. Ah, nein. Wie kann denn das passieren überhaupt? Die zweite Flash war so godlike. Engine so geil gerattet. Das war ein Rattenplay von ihm. Ohne Ende. Sehr nice. 12 zu 2 für QB Fire. Wer hätte gedacht, dass die das... Ich sage nichts dazu. Das Spiel hat nur begrenzte Einfluss oder begrenzten Einfluss auf die Platzierung. Und zwar auch nur von Space Soldiers und Wallolos, die spanischen Spitzenreiter in Gruppe B. Mit Lowell und Mixwell. Also nicht verwundernd sein. Die sind auf jeden Fall gut. Und wenn Space Soldiers jetzt gegen QB Fire gewinnen würde, dann wären sie Erster in der Tabelle. Wenn nicht, dann nicht. Wenn nicht, dann bleibt eben Wallolos. Ah, der Fahrrad. Ich glaube nicht, dass es jemand geklippt hat. Im Endeffekt ist Gob B nur rückwärts aus den Stairs rausgestrafe-jumped und hat sich dann während des Strafe-Jumps gedreht und ist dann gestorben. Das war auch in der Save-Round. Also er hat das sicher auch nicht erst gemacht. Boah, die Trades. Da ging es jetzt gerade wie am Fließband hin und her. Engine, der einzige überlebende Space Soldier, der jetzt gegen zwei Feinde antreten muss. Einer davon ist Jimka, der ist schon entlang. Und der andere ist Buzz. Und ich bin echt nicht so der Fan davon, aus zwei verschiedenen Richtungen zu kommen, wenn man nicht genau weiß, wo der Gegner steht. Denn theoretisch gesehen hätte Engine jetzt Buzz gekillt, wäre es ein schönes One-on-One gewesen. Wenn Buzz und Jimka zusammen rumgehen und Engine sie sieht, dann ist es immer in diesem Moment schon das Two-on-One. Und Buzz kann nur sehr schwer wieder zurück. Deswegen der Ansatz von mir, dass man eben dann im Turn 1 auch direkt zusammenspielen sollte, wenn es geht. Leute, Boys und Girls, alle von euch, alles was dazwischen und dahinter liegt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid auch schon durch, ja? Zur Halbzeit schreiben wir jetzt nur noch Good Night. Oh lala, das schaut nicht gut aus für QB Fire. Die sind eingezwängt zwischen den CTs. Schaut euch das an. Überall stehen sie, die blauen Männchen. Xantaris schneidet den Weg zum B-Spot ab. Kalix und Despe schneiden den Weg zum A-Spot ab. Und vor allem Despe schneidet hier ab. Köpfe am laufenden Band. Jimka kommt jetzt von hinten. Und bis der da ist, erwarten die den schon längst. Ja, Xantaris dreht sich schon um. Kalix aimt jetzt immer noch in die Bibliothek. Ja, der weiß gar nicht, wo, Leute, soll ich irgendwo hin aimen, weil ich fühle mich gerade überflüssig. Jetzt haben sie da echt noch ein Loch? Die sind 3 gegen 1 und die haben ein Deckungsloch? Nee, Xantaris hätte es ja gesehen, okay. Dachte mir schon. Ach, Jimka noch hoffnungsvoll. Er arbeitet dagegen, aber Xantaris beendet seinen Versuch 13 zu 3. Space Soldiers mit dem Comeback, oder was geht da ab? Ninja, ich verstehe nicht genau, was du damit meinst. Somit hat es nicht lange gedauert für dich, das Casting. Durch was? Und was meinst du? Dennis, 15-15 HLTV.
Oh Mann, habt ihr vor 2 Jahren noch zugeschaut oder schon zugeschaut, als die Wetten zu ihrem Hochpunkt waren, so im Höhepunkt der Wettgeschichte, als alles noch okay war, als die dummen, verkackten Dummbatze von YouTube-Idioten ihren gierigen Mongo-Schlund noch nicht ins Game reingestreckt haben und versucht haben, kleine Kinder zu scammen. Zu dem Zeitpunkt war es gang und gäbe, dass Leute immer wieder irgendwelche Scorelines in den Chat mit HLTV geschrieben haben. Und dann confirmed. HLTV confirmed. Und dann confirmed, confirmed. Daher kommen die ganzen Konfirmatoren auf HLTV. Richtig geil. Ach so, dass dieses Game. Ja, dieses Game. Schauen wir mal, wie weit Space Soldiers das Comeback noch treibt, wenn es jetzt dazu kommt. Also 3 gegen 2 schaut jetzt nicht so prickelnd aus. Aber sie rotieren ja jetzt wenigstens beide zum B-Spot. Aber der Tag, der war schon ein bisschen länger. Da ist Despe. Na, wird er überrannt von den beiden Ts. Eine UMP haben sie sich geholt. Aber Kallix ist, glaube ich, noch nicht gehört und nicht gesehen worden von ihnen. Das ist die Hoffnung für Space Soldiers, dass das Kallix jetzt nochmal einen drauflegt. 9 Sekunden auf der Uhr. Bas muss sich beeilen. Kill oder no kill. Er geht auf Kill! Was geht ab? Bas! Du kleiner Batzi! 3 Frags in so einer Runde. Meine Fresse, ich habe vorhin schon gesagt, er dreht gerade auf. Ich hab's geanti-jinxed. Also positiver Jinx für Bas. Oh, der Kill. So knapp um die Ecke noch. 14 zu 3 für Quantum Bellator Fire. Oh, Chrissy, mein Beileid auf jeden Fall. Ich habe selber schon 2 Hunde beerdigt. Ist nicht leicht. Aber bei mir kommt es vom Bayern-Bazi, vom FCB. ja. Pass ist bei Space Soldiers gerade nicht dabei, denn er kann nicht reisen. Ich weiß nicht genau, aus welchem Grund er nicht reisen kann. Das ist alles, was wir im Moment wissen. Deswegen springt Despe gerade ein. Und Despe ist ein langjähriges Teammember von Space Soldiers, der also gar keinen Stress, dass der einspringt. Ulala. Major hat da Probleme mit der CZ. Oh, und dann werden sie beide über den Haufen gehauen und gesprayt. Ja, Engine fällt dann auch. Hey, sie haben die Ecke gecheckt, oder was? Macht man Kreuz in dem Kalender. Der erste Tag, an dem die Profis die Ecke checken, die so viele Runden kostet. Xantaris muss es fast schon probieren, die Runde zu gewinnen im 4 gegen 1. Nee, macht er nicht. Aber 2 HP bei Bars, 2 bei Waterfalls, 31 bei Jimka. Das wäre sowas von machbar, wenn die jetzt nicht im Afterplan wären. Ich check den Chat nicht mal mehr, wenn ich da. Normalerweise kann ich mir irgendwie noch zusammenreimen, was oder wer da mit wem jetzt denn spricht oder so. Aber jetzt. Wow, ein richtig schöner Cock. Und Space Soldiers versucht jetzt mit Pistols und einer Shotgun. Wir bleiben bei der Shotgun, die Nova. Jetzt, Major. Bitte zeig's mir. Ja! Ja! Oh! Geile Shotgun-Action von Major. Lieblingswaffe, Shotgun.
übrigens, deswegen bin ich da so excited. 2 gegen 4. Jetzt sickert gerade bei mir, dass es dadurch jetzt auch nochmal eine Runde länger dauert. Kann nicht jemand die Shotgun aufheben und idealerweise von Quantum Bellator Fire und damit die Runde gewinnen? Ja, aber die lassen sich jetzt zu viel Zeit. Also, das ist immer dieser schmale Grat zwischen Zeit lassen und leise sein. Hier sind so viele Ecken und Kanten, dass sie leise sein müssen, aber gleichzeitig kostet das so viel Zeit, dass sie selbstverständlich den CTs schon zeigen, dass sie auf B gehen. Und dadurch ist es für Space Soldiers sehr einfach, sie zu backstabben, wie es Despe gerade getan hat. Seiner vorletzten Kugel erledigt Ejimka. 15 zu 4 für Quantum Bellator Fire immer noch, auch wenn Space Soldiers gerade eine Runde gewonnen hat. Und in dieser Situation würde ich als Quantum Bellator Fire einfach sagen, Leute, wir brauchen noch eine Runde, wir saven jetzt einfach. Wen juckt denn jetzt irgendeine Ethik, irgendeine Moral oder Theorie oder irgendeine Spielpraxis oder Erfahrungswerte? Du brauchst einfach nur die bestmöglichste Win-Chance, die es gibt. Und die hast du nun mal mit einem Full-Buy. Du kannst davon ausgehen, dass Space Soldiers jetzt schon einen Full-Buy haben. Also versuche so viele Full-Buy-Rounds wie möglich in dieser Halbzeit noch zu spielen, damit du eben möglichst viele Chancen hast und möglichst hohe Chancen, Runden zu gewinnen. Das ist meine Logik. Und ich verstehe nicht, warum Profiteams bei 15 zu X immer noch kaufen. Wenn es nicht absolut... es gibt keinen Grund. Wenn du keinen Full-Buy hast, dann solltest du einfach bei einem 15 zu X nicht mehr kaufen. Ja, und Space Soldiers gewinnt die Runde dann auch ohne Probleme. Jetzt muss QB wieder saven. Dann können sie wieder kaufen. Dann müssen sie wieder saven. Können sie wieder kaufen. Also sie haben sich jetzt eine Runde im Endeffekt selbst geklaut. Aber heißt das jetzt, wenn die Knochenregel zugetroffen hat, was sie ja auch getan hat, heißt das jetzt, dass QB diese Runde gewinnen wird? Oh Gott. Oh, Major hat auch nur noch 12 HP. Der kommt gerade so noch weg. Eieiei. Und jetzt Support von hinten. Kalix sprayt 2 um. Aber ich meine, die können... Die haben Glocks. Ohne Armor. Die pushen Mitte rein. Und die können planten. Die können planten. Ach komm. Jetzt plant er auch, Jimka. Glaub mir doch mal was. Oh. Wenn sie das holen, ey. Oh, Balbina auf dem richtigen Weg. Oh, Engines Gehirn an die Wand. Major, 12 HP. Balbina, hol die Waffe raus. Warum? Jetzt, Jimka, Double Spray Down. Nein, Xantaris ist da. 15 zu 6. Space Soldiers kommt zurück in das Match. 3 Runden in Folge. Jetzt gibt's den Full-Buy für Waterfalls und Co. Ich könnte auch anfangen, Magea zu sagen. Oh, Kalix und Despair haben schon mal stark losgelegt. Der Doppelzugriff aus der Mitte und der Banane. Aber vorhin hat QB Fire aus einer Glock Round noch ein 2v2 gemacht. Und jetzt wurde zumindest Despair schon mal gekillt.
Boombler noch allein. Oh, was? Santaris, da kriegt er den Kill. Bass tradet nochmal rein. Oh, Engine ist auch gefallen, aber wurde getradet von Major. Der steht noch an lang. Springt einfach aus der Deckung. Fast wie beim Paintball. Kellex 27 HP, Major 14. Diesmal hat Bass aber auch Armor. Und er piekt rein. Was macht der denn? Ja, ich weiß, was er macht. Er will ein One-on-One rausholen und deswegen schaut er eben rum. Vielleicht erwischt er sie auf dem Weg dahin oder sowas. Also, er kann sich ja nicht eingraben und auf den Gegner warten. Er muss ja ein One-on-One draus machen. Und deswegen hat er gepusht. Aber dass genau da die AWP sitzen muss. 15 zu 7. Irgendwie wollten wir es alle noch anschauen und jetzt habe ich das Gefühl, wir wollen es irgendwie doch nicht mehr anschauen, oder? Also, beziehungsweise wir wollen es sehen, aber wir wollen, dass es trotzdem irgendwann um ist. Aber, also in der Overtime hätte ich ja gefeiert, aber wenn es 15-15 ausgeht, dann hat das so einen faden Beigeschmack. Weil es halt langweilig ist. Nils, bring sie wieder zurück in Linie. Ich glaube schon, dass sie noch Bock haben, ehrlich gesagt, Jason. Oh, Balbener und Co. werden jetzt gleich nochmal auf den A-Spot exekuten. Engine aimt die Mitte ab. Major ist im Connector. Oh, und Santaris pusht in die Mitte. Engine und Major sind da ja auch immer noch. Jetzt nur noch Major, der hat sich einfach mal verzogen. Seine Teammates da stehen lassen. Und lieber Despe geholfen. Und der B-Spot komplett offen. Soll es das gewesen sein? Na, na, Love Show. Oder sowas. Kennt ihr das Lied? Was? Mein Call. Bass knife noch einen in diesem Game. Difix, ja, dann hoffe ich mal, ne? Wir müssen ja mal schauen. Oh, schön gebaitet von Major für Despe, aber dann geht Major down. Dafür steht in der Mitte Kellex bereit. Der hat aber daneben geschossen mit der CZ. Oh, nee, nee, nee. Jetzt ist Kellex durch auf kurz. Aber die stehen da noch. Oh, was geht mit Despe? Getradet geht. 16 zu 7 für Quantum Bellator Fire. Es war ein schönes Spiel. Es war mir ein Fest, heute den ganzen Tag zu casten. Ich hoffe, euch hat es gefallen.